Auf den Spuren der ältesten Einwohner Möhringens sind weiterhin mehrere Grabungsteams. Sowohl im Bereich des künftigen Gewerbegebiets Donautech als auch im Ort selber wird gegraben. Vor allem bei Donautech kommen Spuren unterschiedlichster Epochen zutage. Sie reichen von der frühzeitlichen Glockenbecherkultur um 250 v. Chr. Bis in die Römerzeit und das frühe Mittelalter. Die meisten Spuren stammen aus der Römerzeit. Am südlichen Rand des künftigen Gewerbegebiets legen die Archäologinnen und Archäologen Reste eines Gutshofs frei, sichern Fundstücke aus dem Alltagsleben und dokumentieren die Gebäudereste. Im Anschluss können dann die eigentlichen Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen. Als Bauherrin des Gewerbegebiets muss die Stadt Tuttlingen die Grabungen organisieren und auch finanzieren. Beauftragt werden vor allem private Grabungsfirmen, die auf solche Projekte spezialisiert sind.